Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Heute hängt wieder vieles, wie immer eigentlich, an Lionel Messi. Und jetzt Di Maria. Agüero. Koscielny am Ball. Herr Griezmann. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Rojo. Da stört er ihn und dann geht der Ball ins Aus. Und den Ball wirft er direkt ein. Lacazette am Ball. Valbuena. Keine gute Verteidigung. Mathieu Valbuena. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Rojo. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Jetzt Lacazette. Varane. Er zieht ab. Ohne Worte. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt. Ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Und jetzt Griezmann. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Den Ball wirft er schnell ein. Da kommt der Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Agüero jetzt. Und Lucas Bilia. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Jetzt ist die Kugel weg. Und Messi. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Valbuena jetzt. Nun Giroud. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Der kommt gut. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Nun Evra. Nun Angel Di Maria. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Valbuena. Und Giroud. Nun Matuidi. Mascherano. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Es gibt Gelb und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position.
Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Da hätte es fast geklingelt, aber er setzt den Freistoß daneben. Aber da hat nicht viel gefehlt. Sehen wir hier nochmal. Per Kopf verlängert. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jallet. Matuidi. Valbuena. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Und jetzt die Maria. Otamendi am Ball. Rilia jetzt am Ball. Pablo Zabaleta jetzt. Und nun Pogba. Matuidi! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Gute Aktion, gut geklärt. Fällt jetzt das Tor. Souverän gemacht, war gar nicht so einfach. Jetzt schießt er. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. L'arbitro ha segnalato 4 minuti di recupero. Nun Lacazette, Zabaleta, Zabaleta, Rilia jetzt am Ball, Zabaleta am Ball, Mascherano, zur Pause haben wir eine ganz enge Führung, ein Tor nur, geht da noch was? Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Er versucht's. Trinkt er, ja, drin, Tor. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Den Ball holt er gut verteidigt. Jetzt will er Ihnen den Ball abnehmen. Und da gibt er Freistoß. Griezmann. Da ist der Ball weg. Pastore. Matuidi jetzt. Pogba. Mathieu Valbuena. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt Pastore. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Oh, nun Pogba. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Agüero. Das könnte die Gelegenheit geben. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest.
Und nun Lacazette. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Lacazette. Mit der Faust kann er hier retten. Di Maria. Rojo. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Di Maria bringt den Ball rein. Aguero. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und da haben wir es nochmal, das Kopfballtor beschickt. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Und jetzt Zabaleta. Jetzt Aguero. Pastore am Ball. Sehr gut reingespielt. Flanke nicht genau genug. Keiner ist da. Sie haben den Ball. Rojo. Banega. Er feiert heute seinen Geburtstag. Verteidiger ist bei ihm und dann geht der Ball ins Aus. Nun Otamendi. Rojo. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Messi treibt den Ball nach vorne. Ganz starke Flanke. Di Maria. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Jetzt Nabil Fekir. Da hat der Torwart gar kein Problem. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Gefährliche Flanke. Und mit der Faust geklärt von Lloris. Da zieht er ab und so wird das nichts. Den hält der Torwart. Natürlich. Das ist die Chance. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Paille am Ball. Und jetzt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Da passt er auf. Ball geklärt. Flanke kommt, wird das eine Chance? Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Das war einfach. Und er hat den Ball.
Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Jetzt gerade sehen wir eingeblendet die Anzahl der Fouls. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Di Maria bringt den Ball rein. Das war nicht so gut. Die Flanke war nicht präzise genug. Ein Tor Vorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Testspiel zu gewinnen.